Hallo liebe Freundinnen, liebe ZuschauerInnen, hallo alle. Wir machen heute dieses Video, um etwas zu verkünden, etwas auszurufen, um uns selbst auch ein bisschen die Möglichkeit zu nehmen, einen Rückzieher zu machen. Ne? Denn die Idee schlummert schon relativ lange in uns und ja, irgendwie passt es nie. Aber jetzt passt es auch nicht schlechter als wann anders. Und deswegen sind wir entschlossen, im Herbst auf Weltreise zu gehen. Und irgendwie passt es eigentlich auch ganz gut. Wir sind beide mit unserem Studium fertig. Das haben wir erfolgreich abgeschlossen. Und wir können unsere Jobs im Moment gut pausieren oder so gut das eben geht. Und da wir auch noch keine Kinder haben, sind wir noch relativ ungebunden und wollen das einfach gerne nochmal nutzen. Wir hatten schon häufiger oder schon Ewigkeiten uns vorgenommen, diese Reise halt zu machen. Wie wahrscheinlich viele, nach dem Abi ist ein guter Punkt, nach der Ausbildung, nach ein paar Jahren arbeiten, nach Uni abschließen und. Und jedes Mal kommt natürlich irgendein Grund oder irgendwas dazwischen, dass man es doch nicht macht. Und in den letzten Jahren ist sowieso ja viel passiert. Einmal die Pandemie, die die ganze Welt lahmgelegt hat und auch das Reisen eingeschränkt hat. Und dann bei uns noch ganz persönlich kam noch ein Haus dazwischen und ins Spiel. Wir hatten Ewigkeiten, über 7 Jahre schon darauf gewartet, ob man das jetzt kaufen kann, und hatten uns dafür interessiert. Hatten das gedanklich schon längst abgeschrieben und dann kam doch die Nachricht, dass es uns angeboten wurde. Und dann hatten wir uns erstmal für die Sicherheit entschieden, und um die dann jetzt für sehr viel Unsicherheit einzutauschen. Da wird es ein Vorteil, wir wissen, wo wir dann wieder zurückkommen, und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl. Ja, genau. Und dieses Haus hatten wir jetzt über ein Jahr mit ganz vielen helfenden Händen und vielen Freunden kernsaniert, und jetzt ist es ja sehr, sehr schön geworden und fällt es doch schwer, das jetzt erstmal fremd unterzuvermieten. Aber ja, wie du gesagt hast, dann weiß man wenigstens, wohin man dann wieder zurückkommt. Bevor das Haus anstand und auch vor Pandemiezeiten waren wir mal sehr gerne unterwegs, und unsere letzte Reise, und es fühlt sich ein bisschen an, als sei es in einem anderen Leben gewesen, war unsere große Deutschlandtour. Mit dem Fahrrad waren wir da unterwegs, und es war auch unser erster Versuch, das Ganze per Video festzuhalten in Form eines Videoblogs, der auf YouTube veröffentlicht wurde. Und mitten in der Renovierung bekamen wir eine Anfrage, dass das in einem Bikebook oder im Bikebook veröffentlicht wird. Und da haben wir uns sehr drüber gefreut. Und jetzt ist es vor ein paar Tagen rausgekommen. Ja, wir sind jetzt in einer, mit unserer Geschichte in einer Fahrradzeitschrift, in der, wie wir gesehen haben, sonst nur sehr, sehr professionelle Menschen abgedruckt werden. Und es sieht auch irgendwie, also es ist schon was Schönes, so das so in der Hand zu halten, es ist so schön illustriert, und das ist schon was Besonderes für uns. Und neben dem Videoblog haben wir uns auch an einer Homepage versucht und die gelauncht, gebastelt. Ebenso läuft es mit unserem Instagram-Kanal. Daran wird auch gebastelt. Ja. Das Erste, was wir uns damit beschäftigt haben, es wächst. Wir geben uns Mühe und ja, genau. Deshalb werden in den nächsten Wochen und Monaten noch einige Folgen kommen. Wir werden unsere Reisevorbereitungen begleiten. Wir werden den Abschied von zu Hause begleiten. Überhaupt erstmal noch erzählen, was für eine Route wir denn geplant haben und wie wir vorhaben zu reisen. Und dann müssen wir da auch noch selber planen. Ja, ein bisschen müssen wir selber noch die Route uns überlegen und mit Visa klären und was da alles noch ansteht. Gerne schon mal hier abonnieren und die Glocke betätigen. Gerne laden wir euch auch ein, herzlich auf unserer Homepage schon mal vorbeizuschauen. Tragt euch gerne für den Newsletter ein, um up to date zu sein, falls was Neues kommt. Schaut gerne mal auf unserem noch recht frischen Instagram-Account vorbei.
Und dann ja, laden wir euch einfach ein, herzlich mit uns in Kontakt zu bleiben und ja, zu schauen, was sich denn alles so entwickelt und was passiert. Und dann würden wir sagen, bleiben wir einfach in Kontakt und bis dann. Bis bald einfach. Tschüss.